Liebe Jugendliche aus dem Bistum Limburg, 72 Stunden setzt ihr euch für eine bessere Welt ein. Ich freue mich, dass ihr euch mit eurem Engagement nicht ins Abseits stellt, sondern anpackt, wo es nötig ist und wo es sonst niemand tut, weil es an Geld oder an Bereitschaft fehlt. Ihr rückt Menschen und deren Schicksale ins Licht der Öffentlichkeit, und zwar Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen. 72 Stunden, das entspricht der Länge von 48 Fußballspielen. An so viel Kraft und Ausdauer an einem Stück kann auch so mancher Fußballprofi sich ein Beispiel nehmen. Mit eurem Einsatz, eurer Kreativität und Ideenreichtum werdet ihr in den nächsten 72 Stunden viele kleine und große Projekte verwirklichen und vielen benachteiligten Menschen eine große Freude bereiten. So setzt ihr das Motto der Aktion "Uns schickt der Himmel" in die Tat um. Der Deutsche Fußballbund stellt sich seiner sozialen Verantwortung und setzt sich seit mehr als einem halben Jahrhundert mit Projekten und Initiativen für Fairness, Toleranz und für Benachteiligte unserer Gesellschaft ein. Daher ist es mir eine Freude, euch als DFB-Präsident bei der 72-Stunden-Aktion zu unterstützen. Ich danke allen, die die Aktion auf vielfältige Weise fördern. Ganz besonders danke ich euch für euren unermüdlichen Einsatz. Ich wünsche euch viel Freude und Spaß bei der 72-Stunden-Aktion im Bistum Limburg. Euer Theo Zwanziger.